Bastardo. Ja, der da unten macht mir jetzt das Leben schwer. Hm? Genau, da kann ich nämlich nicht drüber schießen. Ich schieße. Doch, ich treffe ihn. Und noch einmal. So. Gut. Sehen, Menschlichkeit habe ich. Jetzt muss ich die Vögel wieder loswerden. Genau, komm her. Einer geht ja noch. Genau. So. So, genau. Und ich glaube, den anderen locke ich mal mit einem Pfeil an. Genau. Jetzt hoffe ich bloß, dass seine Kumpels nicht auch gleich wieder kommen. Wo? Ah, jetzt hat er mich erwischt. Schnell einen trinken. Ja, und auf ihn. Ja, genau. Mach das. Mach das. Das finde ich toll. Genau. So, jetzt locken wir wieder seine beiden Kumpels an. So. Und verpassen ihn eine. So, weg mit dir. Ah, diesmal hat's geklappt. Und ein Wunder, Schweigegelübde. Also damit können wir Gegner am Zaubern hindern, also normale Gegner. Wie die Flammenwerfer-Typen da unten. Aber bei Bossen bringt's leider nichts. So, nächstes. Als nächstes gucken wir mal hier. Ach nee, halt. Kommando zurück, wir müssen nochmal da hoch. Und hier runter. Genau, denn hier ist das Leuchten, was wir von der anderen Seite gesehen haben. Das Velka-Set. Nein. Nein, hier runter bitte. Genau, danke. Und hier durch diese Secret durch. Was schwer zu übersehen. Was manchmal schwer zu finden ist. Also man kann es gut übersehen. So. So meinte ich das. Und das war Velkas Degen. Jetzt haben wir also Velkas Degen und Velkas Rüstungsset. Jetzt gibt es nur noch eine Sache hier, die wir einsacken können. Nämlich hier unten. Hallo, göttlicher Schmied. Give me mal die dunkle Glut. Dankeschön. So, jetzt haben wir wirklich alles in Ariamis geholt, was es zu holen gibt. So. Also heißt es für uns nun zurück aus dem Anbau wieder raus. Dann zeige ich euch mal kurz die Velka-Sachen. Und dann wird das fröhliche Grinden losgehen. Das Seelenfarmen. Denn wie ich ja bereits gesagt habe, ich will ein paar Level hier machen, ehe ich das ganze Ding hier verlasse. So, Anbau schließen. Sicher ist sicher. So oft wie ich jetzt da deswegen schon gestorben bin, wegen dem blöden Anbau. Dreimal bei den Höllenrädern unten und einmal da drin. Will ich das lieber nicht mehr riskieren. So. Welker Sachen. Dumm, dumm, dumm. Erstmal Waffe. Welkers Degen. Dieses symbolträchtige mächtige Schwert wurde vom Ablassprediger Velkas, der Sündengöttin, verwendet. Aber es ist mehr als ein Symbol, denn diese magische Klinge wurde vor dem unmenschlichen Schwertkämpfer unter Verwendung spezieller Techniken auch im realen Kampf eingesetzt. Okay. Klingt übel, dunkel, böse. Und wir haben die schwarze Klerikerrobe. Von der Sündengöttin Velka, die in den Predigern getragene Robe.
Es heißt, den ausnahmslos schwarzen Gewänder der Prediger wohne Velkas mystische Kraft inne, wodurch sie gegen Zauber aller Art resistent seien. Ja, haben schon ziemlich hohe Magieresistenz. Von der Sündengöttin Velka getragene dienenden Predigern getragene Maske. Die Prediger lauschen den Beichten der Sünder und mahnen zur Besinnung um des Seelenheils willen. Ihre Maske symbolisiert die Abwendung von allen weltlichen Gelüsten. Also ja, das typische spendet mir was und ihr kommt nicht in die Hölle gefasst. Ab in die bodenlose Kiste mal mit dem ganzen Zeug. Das ist unsere Elite-Ritterrüstung. Die behalten wir mal an. Lieber. So, Velkas Sachen können weg. Und ich glaube, wir haben noch das Gemäldehüter-Set hier unten, genau. So, das kann auch mal weg. Und dann können wir das Langschwert wegpacken. Packen wir auch mal alle Sachen weg, die wir sonst so nicht brauchen. Göttliches Klemmer brauchen wir hier gar nicht. Velkas Degen können wir auch wegpacken. Die ganzen Speere. Kerbenpeitsche. Kurzbogen, Farisbogen, Langbogen brauchen wir. Oalis Elfen beim Beschleuniger brauchen wir auch noch. Togolut-Talisman ist ausgerüstet. Lederschilder können weg. Das Blutschild kann weg. Wir haben mit dem Silberschild eines der besten Schilder. So. Oh, ach ja, Level Up. Aufsteigen. Wir können gerade mal 2 Stufen machen. Also einmal Wille und dann Vitalität erstmal. Dann würde ich sagen, hole ich mir noch für den nächsten Level Up die Seelen. Und den Rest mache ich dann im Zeitraffer. So. So. Genau. Hi Jungs. Dumm-di-dumm-di-dumm. Ich denke mal, so eine halbe Stunde grinden wird hier dann reichen. Und dann machen wir uns auf dem Weg aus Arianis raus. Wenn wir jetzt nicht gleich wieder hier sterben, was ich eigentlich nicht vorhab. Also an der Phalanx sterben ist wirklich lächerlich. Auch wenn sie ziemlich unfaire Säue sind, die Jungs. So. Weg mit euch. Einmal rasten und dann wiederholen wir das Spielchen noch einmal. Und den Rest mache ich dann im Zeitraffer. Dass ich euch damit nicht zu Tode langweile. Es sind dann ja nur noch 8 Level, die wir brauchen. Also da dürfte eine halbe Stunde grinden gut reichen. Die werde ich dann aber wieder zeitraffern. Wenn man sich überlegt, für die grauen Brocken in der Kanalisation habe ich eine ganze Stunde gegrindet. Dürfte das hier doch etwas schneller gehen und angenehmer sein. Vor allem, weil ich nur auf Seelen aus bin. So. Na, nicht gegen Schild hauen, das ist doof. Dann sterben die nämlich nicht so schnell. So. Wollte gerade schon sagen, wieder einer durch den Boden geglitscht. So, weg mit dir und wir haben die Seelen für den nächsten Level ab. So. Runter hier. Aufsteigen. Ja, es fehlen noch 3 Vitalität und 5 Beweglichkeit. Also, dann würde ich sagen, Zeitraffer ich jetzt. Und bis gleich.